Alright, so, wir haben hier Lifty Skull gegen Hollow Man. Die sind schon einmal reingestartet hier, aber das macht ja auch nichts. Ihr seht aber das Match schon. Ja, okay. Also, Hollow Man hier mit seinem Game & Watch. Auch immer, ja, immer auch mal für interessante Comebacks zu haben, hier, der gute Man. Und, Lifted Skull weiß ich gerade gar nicht. Also, was denn? Was denn? Neuer Ankömmling hier oder? Kommt Skull? Aus, ich glaube, Rostock. Also, zumindest aus. Oh, gerettet! Oh, das war suboptimal oder heroisch, aber eher suboptimal. Ich glaube eher, das war nicht so gewollt. Ja, genau, kommt aus Rostock, soweit ich weiß, oder zumindest Nähe. Und ist jetzt öfter mal da gewesen, auf jeden Fall ein guter Spieler. Mhm. Und ich glaube auch schon Top 8 gewesen einmal. Okay. Da war was? Ja. Nee, irgendwie ist es nicht der. Ja, der zweite ist deiner. Repus ist nicht da. Top 8 noch nicht gekommen. Okay, aber dann 9. Platz auf jeden Fall, sagen wir. Also 3. im Pool, sagen wir so. Mhm. Jetzt haben wir ja Top 12. Das heißt, es ist auch mit dem 9. Platz wärst du halt weiter. Deswegen gerade ein wichtiges Match, weil ich meine, dass Lifted Skull 4. Seed ist und Hollow Man 3. Okay. Und ja, eben war es ja knapp, ne? Also eben war es ziemlich even, aber dann kam halt der Rescue Action Man oder Woman oder Peach. Action Peach. Und ja, jetzt ist es natürlich nicht mehr even, aber immer noch machbar. Spielt gar nicht schlecht, der Lifted Skull. Ja, ja, der ist auf jeden Fall gut. Beide gut. Und ich wollte das ja auf jeden Fall on Stream haben, weil ich glaube, dieses Matchup, das sieht man einfach sehr, sehr selten. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine interessante Gegnung. Ja, lol. Ich erinnere mich. Genau, Inkling, danke. Stimmt. Er hat gegen Scorpion verloren, sonst hätte er es geschafft. Er hatte irgendwie so gegen den zweiten Seed oder gegen den ersten Seed gewonnen. Okay. Aber dann gegen Scorpion verloren und dieses Match, das war halt das hypeste Set ever, ne? Das war on Stream und alle richtig am rumschreien, die ganzen Crowds. Ja, ich erinnere mich. Ja. Das war ein bisschen Norden gegen Rostock, ne? Ja, genau, das war okay. Sehr, sehr hype. Oh, ja. Hat fast geklärt, 124%, also da reicht ein Big Booty von Peach. Oh! Oh, der skillt ja gar nicht. Oh, schöner Grab. Hollow Man hier auf jeden Fall. Ab-Air? Okay, die Ab-Air kickt. Wie? Oh ja. Oh, schöner Konter. Ja, und das ist ein Konter, der macht pauschal Damage, soweit ich weiß. Also ist egal, was für einen kleinen Bip du dagegen haust. Du fliegst ziemlich weit weg und kriegst du 18 Schaden. Oh ja, oh, sehr ja, weit gegangen und schön die Baker, ja. Genau. Super. Ja, ja, auf jeden. Haben wir eigentlich die Möglichkeit, die Player Cam irgendwie? Haben wir eine Player Cam? Haben wir eine Player Cam gerade? Weiß ich gar nicht. Ja, haben wir. Schau mal. Das wäre ganz cool, ne? Wenn wir da noch die Player sehen. Ja, ja. Ja, genau. Also vielleicht können wir da tatsächlich was machen. Wir hatten das letzte Mal Player Cam. Nur eben nicht bei Doubles. Hm. Weil man da... Boah, ja, bei Doubles ist es ein bisschen schwierig. Das da kann man die Cam nicht platzieren. Ja. Aber so schon. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert hat. Mhm. Lifted Skull gegen Hollow Man. Game Nummer 2. Game und Number da two. Sind die Player Cams. Hey, yeah, what's up? Vielleicht wollen wir den nach unten. Ne? Das wäre besser. Gut. Also, wie wir sehen... Schon ganz guter Damage hier gerade auf Hollow Man drauf. Ja, ich würde hier gerne auf jeden Fall 3 Games sehen. Einfach ein bisschen Infos. Ein bisschen auschecken, was da so abgeht. Oh, schöne Fair. Uff. Seit Robin GG, glaube ich, so die einzige Peach, die hier war. Oder ja, Peach hat man schon sehr selten gesehen. Oh, das da ist hier rum mit dem Ding in der Hand. Ja, man, das mit der Rübe, mit der Möhre. Mit dem Ding. Mit dem Ding. Okay, da kommt die Schildkröte, killt so früh oh, die Schildkröte. Und was hat der Weißel das immer genannt, das Ding? Ein Krebs? Nee. Rübe oder nee, Rübe ist ja. Hey, er hatte so einen geilen Begriff dafür. Muss also jetzt für die Bäcker? Nein. Oh, schöne Bäcker hier schon. Das ist geil. Eigentlich ist das auch die Rettig, oder? Ist das nicht Rettig? Eher Rettig. Ja, es gibt dafür verschiedene Begriffe. Aber Beißel hatte eben das Ding. Das
Okay. Eigentlich ist ja immer die Backer von Gaming Watch so der Begriff, wo Leute sich so streiten. Früher hat er auch irgendeine Attacke und irgendjemand hat das Pudding genannt. Ich weiß nicht mehr, welcher Pudding, das war. Pudding, ja, die Zombie wahrscheinlich. Nee. Wenn man diese ausgibt. Nee, das war irgendwie ein Fair von ihm oder so. Oder auch der Backer, ich weiß nicht. Oh, schöne Backer wieder hier im Stoppen. Ja. Sauber. Ja, gerade Peach, die hat ja den Float. Die floatet gerne offstage irgendwie rum. Und Gamewatch kann halt richtig gut sowas catchen. Ja, voll gefährlich, muss man echt mal machen. Ne? Und jetzt gerade sieht es so aus, als ob Hollow Man das Ganze hier beenden könnte. Eskaliert hier gerade ganz schön rum, auf jeden Fall. Eskalation. Bing, boom, bing, 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 boom. Oh, jetzt haben wir mal Stitch Face. Oh, da ist es. Das Stitch Face war ja das, was ihn bei Scorpion gekillt hat, ne? Hat Stitch Face auf Reflektor geworfen. Oh, ganz no am Ende. Way, wirklich? Das war, ja, das war so ein heftiges Ding. Ende einfach. Alter, okay. Ja, das ist heftig. Oh, er wird hier die Rübe nicht los. Ich glaube, die ist reflektiert. Ich weiß nicht, ob die super viel Schaden macht. Oh, oh mein Gott. Zum Glück gehabt, ja, gerade, aber schönes Ding. Also Lift It's Girl hat wirklich hier Ambition, das Ding nochmal rumzureißen. Ja. Noch mal rumzureißen. Da kommt der Schlüssel, ja. Das war Klarheit, ne? Das ist halt so das Ding. Also es gibt ein paar Moves, die einfach uncheckt bleiben immer wieder. Ja. Und da muss man dann irgendwie gegen vorgehen. Aber wie er jetzt hier gerade doch nochmal auftritt, ne? Vielleicht kann es ein bisschen zu spät gewesen sein. Oh, eine 92, da würde eine Fair reichen. Aber so wie er jetzt gerade spielt. An der Edge würde eine Fair reichen. So hätte er die ganze Zeit schon was eigentlich. Aber jetzt war es fast. Jetzt hat er nochmal richtig Hunger und jetzt kommt er mit der Backer hier nochmal. Oh. Und nach dem ganzen Stocklead hat er jetzt das Ding nochmal auf Even gepullt. Oh, da kommt der Pfannenwender Hackfleischhacken zur Hacke. Oh, aber schön gemacht von Lift It's Girl. Jetzt steuern, Backboard aufsetzen. Oh, und jetzt gefährlich. Oh, die Nähe hat er. Und er bleibt in der Luft halt. Schön gelandet und jetzt wieder Backer. Nein, noch nicht. Oh, und er trifft. Noch ein. Okay, und jetzt Edge Guarding Game hier. Okay, 150, okay, beide Max Rage. Jetzt wieder neutral. Next beide Hit. 150. Next Hit killed. Oh mein Gott, das oh, war's. Oh, die Bombe! Oh, Digga. Damn, ich hätte gerne noch ein drittes Game gesehen. Ja, wenn ich ehrlich bin, ne? Hollow Man, my man, ne? Aber das war krass von Lift It's Skull. Und ich hätte ihm das gegönnt, also ich auch, ja. Nochmal krasses Comeback gemacht an sich, ne? Auf jeden Fall.